In diesem Drehofen wird bei 1600 Grad Zement produziert. Dabei wird eine Menge CO2 frei. Denn bei der Zementherstellung entstehen die Emissionen nicht nur dadurch, dass fossile Energie genutzt wird. Der größte Teil des CO2 kommt aus dem Kalkgestein selbst. Das kommt mit physikalischer Notwendigkeit im Brennprozess heraus, kommt aus dem Kamin heraus. Und wir haben eben nur die Möglichkeit, das CO2 am Kamin dann wieder einzufangen und zu neutralisieren. Das aber ist schwieriger, als es sich vielleicht anhört. Denn das CO2 müsste zunächst verflüssigt und dann abtransportiert werden, um dann zum Beispiel im Boden der Nordsee gespeichert zu werden. Noch wird das nicht gemacht. Die nordrhein-westfälischen Städte Erwitte und Geseke, in denen sich insgesamt 5 große Zementwerke befinden, wollen klimaneutral werden. Dafür müssten jedes Jahr 2,5 Millionen Tonnen CO2 weggebracht werden. 2,5 Millionen Tonnen CO2 entspricht ungefähr 100.000 Lkw-Ladungen. Das heißt, alle 5 Minuten einer an 365 Tagen im Jahr. Und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass wir für diesen Massenstrom, den wir da abwickeln müssen, eine Pipeline-Anbindung hier in der Zementregion Erwitte-Geseke brauchen. Eine Pipeline Richtung Nordsee, die erst noch gebaut werden müsste. Anlagen, die CO2 einfangen, werden bereits entwickelt. Sein Unternehmen plant aber erst bis 2045 klimaneutral zu werden, sagt Geschäftsführer Spenner. Denn der Umbau brauche Zeit. Und der Zement, so glaubt er, werde dadurch deutlich teurer werden.